Hallo, heute geht es um H2R Stinger. Das ist ein ganz neues Tool, das John Barker von Here to Record erst am 28. Februar, also letzten Montag, vorgestellt hat und in seinem Livestream. Und gestern hat er dazu auch noch ein Video gemacht. Beide habe ich hier unten entsprechend verlinkt und ich habe auch die Webseite, auf der die H2R Stingers zu sehen, zu finden sind, dort auch verlinkt. Mein Name ist Christoph Eichler vom JTEC-Team und Here to Record ist ja ein, ja, das benutze ich sehr gerne, die Tools, ob das jetzt H2R Graphics, H2R Gear sind. Da hat John Barker super Arbeit geleistet und jetzt hat er ein neues Tool gemacht, H2R Stinger, und das möchte ich euch heute vorstellen. H2R Stinger ist hier als eine Webseite zu finden, also wie schon erwähnt, der Link, den findet ihr unten. Und ein Stinger ist ja im Prinzip etwas, mit dem ich das Bild verdecke, um im Hintergrund etwas umzustellen. Also ähnlich wie auf einer Bühne beim Schauspiel, dass der Vorhang zugeht, damit ich hinten das Bühnenbild umdekorieren kann, ohne dass gesehen wird, was da alles passiert. Ja, so ein Stinger, den habe ich ja auch bei mir schon gemacht. Den habe ich vorhin auch schon eingesetzt, aber jetzt gibt es hier andere Stinger. Und zwar zum Beispiel so. Na? Ah, ich muss auch auf dem richtigen Bild drücken. So, genau. Das ist jetzt hier ein Stinger. Ich kann hier verschiedene Muster auswählen, die ich hier nehmen will. Ich kann auch hier die Farben unterschiedlich gestalten. Ja. Also vieles ist hier möglich und ich kann hier auch den als weiß machen. So sind nämlich auch tatsächlich die Bilder abgespeichert, die da hinten dran sind. Das ist jetzt hier die Originalfarbe sozusagen. Ja, was passiert denn da? John Barker hat jetzt hier ein System entwickelt, das mit Stillpics aus dem Media Player dann arbeiten kann. Da kann ich zum Beispiel 10 verschiedene Bilder machen, von einem ganz offenen, also schwarzen Bild, bis zu einem ganz geschlossenen weißen Bild und habe dann noch vielleicht 8 Bilder dazwischen, die halt unterschiedliche Formen dann eine Bewegung darstellen. Diese Bilder werden in einem Makro abgespielt, also von ganz offen nach ganz geschlossen und dann wieder zurück von ganz geschlossen nach ganz offen. Damit wird der Bildschirm vorne überdeckt und dadurch, dass wir in einem Downstream-Keyer sind, wird alles, was schwarz ist, transparent und alles, was weiß ist, ist intransparent. Das nächste, was uns eigentlich so ein Downstream-Keyer anbietet, ist, dass er eine Key-Information, eine Key-Quelle haben kann. Da wird halt dann weiß-schwarz definiert, was ist durchsichtig, was ist undurchsichtig. Und dann kann ich auch noch eine Fill-Quelle haben, die mir halt sagt, was soll denn gesehen werden. Also von der zum Beispiel hier farbigen Fläche, wenn wir das hier auf Orange stellen, wie wir das vorher am Eingang hatten, dann ist hier die Farbfläche einmal komplett gefüllt, aber ich sehe sie nicht, weil sie die Steuerinformation schwarz hat, damit ist sie nicht sichtbar. Und erst wenn weiße Stellen reinkommen, wird das, was weiß in der Steuerinformation ist, dann auch entsprechend sichtbar. So, also das heißt, das ist eine Kombination aus verschiedenen Bildern, die im Media Player sind und die durch ein Makro abgerufen werden. Hier kann ich das Ganze nochmal ein bisschen definieren, indem ich hier drin einstellen kann, welche Bildnummern da hinten dran sind, also auch für das Makro oder für das Abspeichern in meinem Media Player, oder welche Nummer das Makro haben soll, das erstellt wird, etc. Und dann kann ich mir hier das herunterladen.
Das ist eine Möglichkeit, das hat er aber auch sehr gut in seinen Videos alles in die Breite gezeigt. Also wie schon erwähnt, Links sind unten in der Beschreibung des Videos. Ich möchte aber gerne auf das eingehen, was er nicht so sehr beschrieben hat. Da hat er nur beschrieben, dass er hier noch ein paar Packs zum Herunterladen hat. Und hier möchte ich auf diesen MP4-Pack eingehen. Da sind sämtliche Stinger in Schwarz-Weiß als MP4s in 1080p60 zu laden. Und die habe ich mir geladen. Das hat dann $10 gekostet. Das ist also, denke ich, eine lohnenswerte Investition und hilft ein bisschen John Barker, solche Arbeiten auch zu refinanzieren. Ja, also das habe ich geladen und was habe ich dann damit gemacht? Ich habe mir diese 10 MP4-Dateien auf einen USB-Stick gebracht, habe die in meinen HDMI-Media-Player reingelegt, den ich da habe. Das ist halt einfach nur so ein Ding, mit dem ich USB-Videoclips, MP4s auf HDMI ausgeben kann. Und habe die Ausgabe dann sozusagen mit meinem Hyperdeck wieder aufgezeichnet auf eine SD-Karte und habe die jetzt dann in demselben Format, wie der Hyperdeck sie auch wieder braucht, dann aufgezeichnet. Davon sind dann entsprechend 10 Clips entstanden, die jeweils 2 Sekunden haben. 1 Sekunde zum Schließen des Vorhangs sozusagen und 1 Sekunde zum Öffnen wieder. Ja, was habe ich damit gemacht oder was kann ich damit machen? Gucken wir es uns mal an, wenn wir hier auf die Softwaresteuerung gehen. Hier habe ich also jetzt meine Hyperdecks drin und hier habe ich die Stinger und ich kann mir jetzt hier so einen Stinger nehmen und kann einfach mal auf mein Hyperdeck gehen, das auswählen als Programm und da sehen wir, wie das Video aussieht. Das ist also nichts anderes als schwarzer Hintergrund. Es wird weiß geschlossen und es geht wieder weiß auf. So, das ist natürlich jetzt noch nicht das Dinger, sondern es ist nur die Steuerinformation, die dabei ist. Wenn ich jetzt hier in die Paletten gehe und ich bin hier auch gleich beim Downstream Kia drin und dann stelle ich mal hier sowohl die Füllquelle als auch die Keyquelle auf meinen Hyperdeck Studio Mini ein und lasse jetzt mal hier das laufen und dann ist es jetzt tatsächlich schon ein Stinger, das heißt er schließt, ich kann immer noch sehen, was schwarz ist und er macht auch wieder auf. Wenn ich jetzt die Füllquelle verändere, zum Beispiel auf Color 2, und jetzt wieder, dann sehen wir genau diesen Orange-Effekt, den wir vorher auch hatten. Also es wird halt mit Orange zugemacht und ich kann halt je nachdem, was ich gerade auf dem Hyperdeck Studio Mini für den Stinger als Videoclip eingestellt habe, das Design verändern davon. Ich kann natürlich nicht nur Farben, sondern ich kann auch was anderes hier einstellen. Also jede beliebige andere Bildquelle kann ich hier dafür verwenden. So, jetzt will ich euch das auch mal zeigen, wie ich das auch umgesetzt habe. Und zwar dann auf auf meinem Companion mit dem Stream Deck. Und dafür gehen wir jetzt mal hier hin. Da habe ich mir mal hier einen Test H2A-Stinger gebastelt. Da, wenn ich mir das angucke, also hier habe ich den Namen drin, dann ist das nichts anderes, als dass ich im Hyperdeck einen Clip auswähle mit anhand des Namens. Sage dann hier genau das, was ich auf dem Software-Control gemacht habe. Ich habe hier meinen Downstream Kia 1 und bei dem habe ich jetzt hier mein Hyperdeck Studio als Bildquelle, als Keyquelle gewählt. Und habe aber jetzt ein Media Player Bild, was ich ausgesucht habe. Da ist jetzt momentan das Stillpick von dem Videoclip jetzt gerade drin. Das sehen wir dann gleich.
und fange jetzt an, habe eine kleine Verzögerung drin, setze den Downstream Key 2, das ist jetzt hier mein H2R Graphics, mit dem hier das Logo gemacht wird, den stelle ich aus, damit das Logo verschwindet, und dann stelle ich meinen Downstream Key 1 aktiv und das mit 100 Millisekunden Verzögerung allerdings. Warum? Weil hier das Einstellen des Namens für den Clip eine gewisse Zeit dauert. Das ist nicht mit innerhalb einer Millisekunde geschehen, deswegen gebe ich ihm 100 Millisekunden dafür Zeit. Und sage ihm nach 2 Sekunden später, kann er wieder den Downstream Key 2, also mein H2R Graphics, wieder anschalten und stelle auch dann wieder den Downstream Key 1 wieder aus. So, wie das funktioniert, zeige ich euch auch gleich. Ich mache mal hier wieder zurück und ruf mal dann entsprechend die Taste auf. Und da seht ihr das Bild, was ihr hier seht. Das ist der Media Player 1, der aktuell eingestellte. Und er macht das entsprechend zu und auf. Ja, also gehen wir wieder hier rein. Das wäre also jetzt zum Beispiel der Singer. Normal, was jetzt noch natürlich noch fehlt, das ist der Umbau. Das muss anders geschehen. Und das muss halt immer auf einer Taste geschehen, wo auch der Umbau dann tatsächlich gemacht wird. Deswegen habe ich hier aus dieser Taste mir diese Taste rüber kopiert und habe die ersten 2 Befehle gelöscht. Nämlich die ersten 2 Befehle, das sind hier die Einstellung des Stinger-Videos und Einstellen der Bildquellen für den Downstream Key 1. Das ist das Einzige, was hier drin fehlt. Alles andere ist hier komplett identisch. Und das liegt jetzt hier auf der Seite 1. Auf dem Knopf 23. Das müssen wir uns merken, weil wenn wir jetzt hier wieder auf die Seite gehen, wo ich das verwenden möchte, so, meine Tastatur spinnt gerade, so, 82, dann sieht man hier weitere Einstellungen. Also hier habe ich zum Beispiel diese Taste mir gemacht. Und was mache ich da? Ich rufe da drin dann auch tatsächlich den Knopf auf, den ich jetzt hier habe, den 1, Taste 23. Davor habe ich hier diese 2 Einstellungen, was ich im Downstream Key als Eingabequellen drin haben möchte und welches Video ich haben möchte, und ich habe hier auch noch drin definiert, was denn passieren soll. Also in diesem Fall soll bei der halben Zeit, also wenn der Vorhang zu ist sozusagen, das Media Player Bild im Hintergrund geändert werden, und ich habe das als Latch Toggle gemacht, also Taste drücken macht eine Funktion und Taste wieder drücken macht das Ganze nochmal wieder zurück. Und da wird wieder auf das andere Bild im Media Player 2 geändert. Also, gehen wir da aber drauf. Jetzt habe ich wieder meine Grundeinstellung. Ich drücke die Taste. Da hat sich das Bild im Hintergrund gewechselt. Und wieder zurückgewechselt. Also, das waren die 2 Vorwärts, also hin und zurück Tasten, die ich hier drin habe. Also mit Hintergrundbild wechseln. Ich kann aber auch das Ganze mit einem Cut hinterlegen. Da habe ich jetzt einfach mal das Ganze kopiert, habe mir hier einen anderen Stinger-Typ rausgeholt von den 10 und habe jetzt hier drin anstelle des Wechsels des Hintergrunds, einfachen Hintergrund tatsächlich, den ich mit Cut ändern möchte. Nämlich ich definiere hier mein Preview und sage, das ist mein anderes Hypertext Studio Mini. Da habe ich dem auch noch vorher gesagt gehabt, ganz hier am Anfang, was ich auf dem Hypertext Studio Mini für einen Film zeigen will, nämlich hier Bubbles.
und sagt dem dann hier Play. Das macht er dann im Hintergrund auf dem Preview. Auch wieder mit einer leichten Verzögerung, weil das ja wieder das Einstellen ja was gebraucht hatte jetzt hier. Aber wir sind ja auch in der Mitte. Und dann sage ich hier einen Cut und damit hat er dann die Bubbles als Video im Hintergrund laufen. Und hier wird das Ganze wieder die Taste mit dem Stinger aufgerufen und es wird wieder ein Cut gemacht, das Ganze wieder zurückgestellt und auch das Video gestoppt. Das sind die zwei Befehle, die hier beim zweiten Tastendruck passieren. Also auch da mache ich jetzt, wechsle ich mal wieder hier in meinen Grundzustand und sage jetzt hier die Bubbles-Taste. Damit habe ich dann mein Video im Hintergrund laufen. Und jetzt habe ich wieder meinen Media Player im Hintergrund. Also auf die Art und Weise kann ich jetzt hier auch verschiedene andere Wechsel machen, die ich hier definiert habe mit unterschiedlichen Hintergrundbildern, also News, Space, Sky und habe dann auch entsprechend ja das Ganze wieder rückgängig. Also da und habe gegebenenfalls hier auch unterschiedliche Designs des Stingers hinterlegt. Ne? Also wenn ich hier rausgehe und jetzt kann ich mal hier zum Beispiel auf News gehen. Ja. Wieder zurück. Spaces. Und wieder zurück. Und Sky. Und wieder zurück. Ja. Das ist die Logik mit den Singern, so wie ich das jetzt umgesetzt habe auf Basis dieses Tools von John Barker, Here to Record. Ich bin also sehr zufrieden mit dem, was er da gemacht hat. Ich finde das schön und ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Wenn ihr damit was anfangen könnt, gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, drückt unten bitte die Abo-Taste, Subscribe. Und dann kriegt ihr mit, wenn es wieder ein neues Live-Video, Question and Answers, also Fragen und Antworten, könnt ihr mich wieder fragen und ich versuche zu antworten zu Livestreaming-Themen oder es verschiedene neue Videos gibt. Und wenn ihr noch Fragen habt, tragt ihr mir unten in die Kommentarzeile ein. Ich beantworte das so schnell wie möglich. Also, ich freue mich, dass ihr heute dabei wart und sage Tschüss, bis zum nächsten Video.